Willkommen zu einer neuen Runde Empyrion Galactic Survival von Elyon Game Studio in der Alpha 7, jetzt Punkt 5.9. Es gab wieder Fixes, Patches. Ist das nicht ein herrlicher Sonnenaufgang? Ich habe auch noch bessere Nachrichten. Neuigkeiten? What? Ist denn hier? Ich habe hier alles rausgeholt aus dem Schiffchen. Hab da schon mal was vorbereitet. Nein, keine Reparaturstation. Die hatten wir vorher schon. Je mal runter. Genau, dann drücken wir mal Tab. Ich habe hier schon mal Zaskosium und Stromspulen besorgt. Oh, herrlich, ne? Ne, gehen wir nochmal hoch. Aber dagegen geklatscht. Oh. Von unten sah es fast noch schöner aus, ne? Cool. In den Sonnenaufgang. Aber ich habe noch was anderes. Und das machen wir vorher. Da, der ist noch fertig geworden. Objekt erzeugen. Oh. Der sieht ja groß aus. Alter Schwede. Panzer fahren, Panzer fahren. Kann man den ranscrollen? Ne, kann man nicht. F2, Objekt erzeugen. Aha, kann ich wenn dann nur so machen? Ist das vorne? Ne, das sieht aus wie hinten. Wenn ich hier zur Seite gehe. Ja gut, wie rum wir den stellen, ist erstmal sowieso egal. Map. So wird vielleicht besser sein. Genau, stellen wir hier ab. Bam! Da ist er runtergefallen. So, oh, das Ding sieht schnieke aus. HV Präfab Tier 6. Spring mal drauf. Das Ding kriegt gleich einen Namen. Und zwar Panzer. Ich weiß, dass der Panzer geschrieben wird, ne? Ihr wisst, das ist ein Joke. Ein Gag. Nein, kein Gecko, der ist noch nicht angemalt. Panzer! Er sieht auf jeden Fall schweinegeil aus. Was hast denn du für Munition? Minigun? Ist das ein Artilleriegeschütz? Ja. Hier geht's rein. Wie sieht das Ding von innen aus? Lüftung? Oh, cool. Geil futuristisch. Passagiersitz? Yippie! Fett! Sauerstoffstation mittendrin. Was haben wir hier? Ein Generator. RCS, da oben drüber ist wahrscheinlich noch eins, wie es aussieht. Ein Generator. Noch ein RCS. Ach, die kann man auch auseinanderbauen. Noch ein RCS. Ein Treibstofftank. Hier ist der Kern. Aha, von hier aus wurde gebaut. Ein Konstruktor. Noch ein Konstruktor, damit es gleich aussieht. Aha, Frachtboxen. Munitionskisten klein. Hier große gehen leider keine rein. Sauerstofftank. Aha, wir haben sogar einen Kühlschrank. P, Sauerstoff. Habe ich schon wieder bei mir aufgefüllt? Ja, habe ich. Nein, nicht F. P. Sauerstoff auffüllen. Wie viel war's? Lächerlich. Ja, Energietank. Möchte ich per Hand auffüllen damit? Ist der auch aufgefüllt? Tatsache! Ich möchte die großen noch nicht dafür benutzen. P, jawohl, Hammer. Gerät, boah, Munitionskisten. Cockpit, Konstruktoren, Kerne, Kühlschrank, Treibstofftank, Generator, Schwebesysteme 11. Zweimal Boostersystem.
Uiuiui. Das heißt, wir bauen um. Und zwar demontieren. So, der steht richtig. Keine Panik auf der Titanic. Wasser ist für alle da. Kennst du? So, eine Reparaturstation haben wir wieder rausgekriegt. Den packen wir mal hier hin. Nein! Links! Schwachkopf! Jawohl. Den packen wir mal dahin. Das hier unten ist alles mit der Basis zusammen verknüpft und deswegen setze ich den jetzt einfach um. Und hoffe genau, dass der damit verknüpft ist. Jawohl! Dann können wir jetzt auch mal hier unten reparieren. Hätte ich auch viel früher schon haben können, oder? So, das sieht schon mal klasse aus. Nach hier vorne braucht man aber mehr Platz. Das habe ich gerade erst so beim Stellen gesehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen hier noch ein bisschen vor. So, dann stellen wir uns mal hier oben drauf. Und drauf habe ich gesagt! Drücken die Bildtaste nach unten, da kann er nicht hin. Da ist er schon in Stein. Drücken die Bildtaste nach unten, da kann er hin. Und da setzen wir jetzt nämlich damit sozusagen den Stein hier unten, um hier abzusichern. Rims. Weiter darf er nicht setzen, der macht nur eine bestimmte Anzahl. Damit man sich hier nicht zu sehr verschraubt, sozusagen. Gut. Nichts, was wir bei mir nicht schon gesehen hätten, ne? Naja, leider. So, dahin und dahin und so rum. Kann ich rückwärts hier drauf springen? Ja, jeder andere könnte es, ich nicht. Na, du kannst auch noch zwei, drei Mal probieren. Mann! Da hinten passt auch noch einer rein. Hier hin und dahin. Dann kannst du N drücken. Debug. Strukturelle Integrität. Lassen wir mal los. Nehmen wir die 1 in Hand. Und dann siehst du, dass das alles hier gut aussieht. Bis auf das. Weil hier mit 7 unten drunter das auch noch fehlt. Zack. Da sieht das schon besser aus. Das ist dunkelgrün, also da passiert nichts. Nur bei Rot wird es Brühe. Und hier bauen wir natürlich auch noch bis hier ran. Und bis... Nein, damit auch nicht. Sondern... Sag mal. Gut, dann bauen ran. Dann bauen wir das ran. Nehmen das mit 6 wieder weg. Demontieren. Sagen mit 7 hierhin. Sagen mit 6. Demontieren. Demontieren. Dann kannst du nämlich mit der 7 hier komplett vorziehen. Hier zuziehen. Kannst du hier zuziehen. Jo, das wird schon. Dahin, nicht so weit. Na! Zicke nicht so rum, du weißt, wie ich das haben will. Also, mach los. So, und jetzt dürfte sich's wieder verbinden zu etwas heller. Nein, macht's nicht. Ist nicht schlimm. Haben wir noch hier noch? 135, gut, könnte man ja noch bauen. Und mein Hauptanliegen war eigentlich ein anderes. Hier ist die Mitte. Das, oh, ich hab's mal gefunden. Reicht hier Eingang für mich? Mach mal das wieder aus hier. Nimm mal was Anständiges in die Hand. Jawohl, so passt das. Beleuchten müssen wir. Das machen wir mal nachts. Und boah, reichlich Düsen. So, jetzt gucken wir mal wieder auf P. Damit haben wir das repariert.
Was ich wissen wollte, war nämlich 26 RCS, jawohl, die Geschütze, die Waffen. Artilleriegeschütz, was brauchst denn du? Energieverbrauch? Artilleriegeschoss BG. Schießt du automatisch? Automatisch oder manuell? Ist ja ja. Automatisch oder manuell? Ist ja ja. Waffe. Minigun? Reichweiteangabe heißt ich schieße. Artilleriegeschoss BG. Müssen wir mal gucken, wie teuer. Haben wir sowas schon da? Den habe ich bestimmt vernichtet, ne? Bestimmt nicht. Siehst du. Artilleriegeschoss BG. Wo sehen wir das? Hier vorne? 135, 130, Flakgeschoss BA. Nein. Nein. Lasergewehr, Laserpistole. Mini. Das ist doch aber schon der verbesserte Konstruktor. Der kann alles bauen. Minigun-Geschütz. Minigun-Geschütz, Plasma-Geschütz. Ja, der kann aber auch nur das bauen, was ich geskillt habe, ne? Mensch, Wacker! Wir haben noch schon ewig nicht mehr geskillt, nur gelevelt. Guck dir das an. Basis. Da sollte man auch ein Artilleriegeschütz freischalten und ein Lasergeschütz freischalten. Menno. Solarzellenblöcke freischalten. Energiekondensator freischalten. Speichert und verteilt die Energie, durch Solarzellen erzeugt werden. Kraftfeld-Emitterblöcke. ATM. Ja, gut, nehme ich. Ach du. Großes Raumschiff, Bohrerlafette, Multilafette, Lasergeschütz, Kanonengeschütz, Raketenwerfer, Flakgeschütz, Raketenwerfer, Pulslaser, Artilleriegeschütz, RCS, Schubdüse C. M, RCS T2, Schubdüse L, Schubdüse XL. Musst du mal gucken, wie groß die ist. 3 mal 6 mal 3. Das ist schon ein Raumschiff an sich. Hör auf zu lachen, ich meine das ernst. 3 mal 6 mal 3, das ist ja riesig. Kleines Raumschiff, Schubdüse XXL, ne? 3 mal 13 mal 3. Okay, das ist dann das Raumschiff, da wohnst du in der Schubdüse. Es ist ein bisschen warm, aber ansonsten geht's. Dafür ist es nicht kalt. Genau. Bodengleiter, mobiler Konstruktor, Minigun-Geschütz, Raketenwerfer, Plasma-Geschütz, Artilleriegeschütz. Und dann können wir nämlich auch die Munition dazu bauen. Allerdings ist das jetzt auch ein bisschen unübersichtlich. Schubdüse, Jet 1x3, Schwebesystem. Booster-System, Schwebesystem T2. Frachtbox für Erze, ein Holzvollernter, einen Bohrer T1, eine Bohrerlafette, eine Multilafette, ein Bohrer T2. Andockplatten brauchen wir auch. Diverses haben wir. Werkzeuge haben wir. Waffen, Laserpistole T2. Ich habe jetzt 491 Punkte übrig. Aber hier kann ich nirgendwo mehr scrollen. Es ist schon mal fett, dass sie das wieder in den Griff gekriegt haben. Hier haben wir doch alles.
Hier haben wir alles? Hier haben wir alles? Ich habe nur Angst, ich habe irgendwas vergessen, weißt du? Wir haben noch alles! Ich habe zu viele Punkte. Freischalten, okay, geht nicht. Gut, dann können wir jetzt... Noch mehr Bein. Artilleriegeschoss, Bodengleiter. Nitrocellulose. Was denn das? Eisenbahn. Pentaxid. Pflanzenfaser. Kannst du bauen aus Holzstämme? Auch neu. Magnesium, Kunststoff. Gesteinsmehl. Goldmünzen. Also du kannst es nicht bauen. Kannst du das bauen? Gegengift? Aquasekt halbtrocken? Aha. Ganz wichtig. Waffeln, Früchtekuchen, ja, das ist ja alles. Nährlösung. Meinst du die vielleicht? Das sah doch ganz anders aus, oder? Nitrocellulose. Keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Und wieso überhaupt? Hatten wir eigentlich in unserem... die Blöcke schon drin? Hat man doch, oder? Jawohl, da hat man 134 Blöcke drin, falls mal irgendwas sein sollte, dass wir eine Basis aufbauen müssen. Nitrocellulose. Wir kennen nur das alles. Gibt es noch ein Kraftding? Eigentlich nicht. Wieso kann ich das dann nicht selber herstellen? Das ist dann wie Magnesium? Ne, Magnesium kann ich auch immer noch selber herstellen. Zirkonium, Pentaxid, Zement, Holzstämme ist klar. Da braucht man ne Holz. Ach, ja. Ach hier, Nitrocellulose, brauchen wir Pflanzenfaser. Ja, das ist ja... Jetzt habe ich das vorhin nicht gesehen. Müssen wir mehr Pflanzenfasern anbauen. Pflanzenfasern für Munition. Vor allem für so viel Munition. Dann müssen die Tomaten weichen. Nee, dann müssen wir das mal ein bisschen ausbauen. Aber da habe ich noch keine Idee, wie. Nach dort geht nicht. Nach dort schon. Aber da müsste ich ja schon fast ein zweites dran setzen. Warte mal, wir haben ja... Wir haben ja... Nee, haben wir nicht. Aber wir haben ja da. Wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm. Oh, wir sind komplett ausgelevelt, wie ich das hier sehe. Dann können wir nebenbei auch noch... Ja, ich hätte am liebsten erstmal die Munition hergestellt. Das wäre auch am cleversten gewesen. Aber dazu bin ich wieder zu dämlich. Nö, ich muss erstmal wieder ernten, weil ich wieder Knast habe und Angst habe zu verhungern. Mit zig Reservesachen im Kühlschrank. Ach Mann. Es ist aber auch ein Kreuz mit mir. Da kann selbst ich nur schwierig mit mir selbst leben. Wie muss das dann erst für dich sein? Ach nein.
So, das haben wir mal alles hier raus. Zack, 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 zack. Dann können wir nämlich da vorne auch, sechs von den Dingern bauen. Hier. Wie sehen die denn aus? Pflanzenfasern. Akua, Tomate, Ahax, Kürbis, Durian, Mais, Perfing, Space, Weizen, texturiertes. Haben wir nicht mal? Pflanzenfasern, Keim. Eins. Hilf mal einen her. Kann doch gar nicht sein, oder? Dass wir sowas nicht haben. Pflanzenfasern. Tatsache haben wir nicht. 4, 6. Und danach baust du mir. Nun können wir ja die ganzen Pflanzen. Die ganzen Pflanzenfasern rausholen. Packen die drüben rein, da können wir schon mal ein bisschen Munition bauen. Eigentlich wollten wir ja das Gerät da hinten upgraden. Mit dem hier. Aber ich habe eine ganze Folge zugebracht, nur mit irgendeinem Blödsinn zu bauen. So, das baust du gleich mal danach. Das waren 20, paar 30, ne, immer. Und hier waren es 6. Pack die mal mit da rein und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann setzen wir mal fix die da hinten. Packen wir hier drauf. So, wir sind noch ein bisschen Munition kriegen. So und so und so und so. Dann schnappen wir uns hier vorne die restlichen davon. Du kannst da weiter bauen. Packen die hier hin. Und sagen mal davon. Artilleriegeschoss 10 Stück. 20 Stück. Jetzt habe ich vergessen, was wir noch drin hatten. Artilleriegeschoss. Minigun, aber die ist uninteressant. Schwebesystem klappt zu. Klappt zu, das ist egal. Klappt zu, Cockpit offen, ist egal. Klappt zu. Minigun-Geschütz mit 15mm Kugel. Das ist günstig. Das dürfte man da haben, wenn wir Prometheum da haben. Ich mag ihn gehen, wa? 15mm Kugel, nee. Das ist Scharfschütze, das ist Minigun-Patrone. Das sind 15mm. Nitrocellulose. Ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun. Ich kann ja jetzt nicht für alles Pflanzenfasern brauchen. Wie viel haben wir dafür noch da? Oh, da kommt ja reichlich raus. Wie viel brauchst du davon immer mit jedem? 20, okay. Das geht, da haben wir ein bisschen was da. Dann können wir auch von dem Artilleriegeschosszeugs nichts mehr bauen, weil... Magnesiumpulver! Das gibt's nur noch zu looten. 12 für einen Schuss. Zum Glück siehst du nicht, wie ich mir gerade vor den Schädel tippe. Oh, hier kommt ja auch richtig was raus. Das dürfte reichen. Warte mal. F. Mach mal aus. So viel musst du auch nicht übertreiben.
Halt, machen wir wieder ein. Da kannst du weiterbauen. Was haben wir noch? 15 mm Kugel. Ja, ich bin über die Zeit, ich weiß. Die Minigun selber. Was? Die nimmt auch Munition? Dieselbe 15 mm Kugel? Naja, dann brauchen wir ja richtig. Wie viel Munition geht rein? Ja, der hat doch auch nur zwei Munitionskisten klein. Ja, zwei Munitionskisten klein. Okay, dann werden wir das später sehen. Aber ja, bei 1500 Schuss pro. Das geht schon, das geht schon. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyrion Galactic Survival von Illion Game Studio in der Alpha 7. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.